Hallihallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Witcher 3. Wir haben eine neue Quest im Spukhaus zu erledigen. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber wir werden das nochmal durchgucken. Denn, naja, es wurde nochmal ausgehangen. Und es war aber echt derselbe Text nochmal. Oder ähnlich, sehr ähnlich. So dass ich da keinen Unterschied bemerken konnte. Oh ja, darum schauen wir nochmal. Irgendwas ist da los und das wollen wir feststellen, was da denn genau los ist. So, hier war das doch. Okay. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Okay. Da unten vielleicht. Hallo? Na, hier wohl nicht. Dann wohl oben. Hä? Haben die beiden sich jetzt angefreundet? Wird sie doch nach Corinne angehört, oder? Wir schauen mal. Und der Göttling hat auf jeden Fall eine neue Person hier. Nur noch dieses Kindergelächter. Oh mein Gott. Hallo ihr! Hexer, Hexer! Was macht ihr denn hier? Corinne, sieh nur, wer da ist! Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Okay. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Ja. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Okay. Ja? Aha, deswegen sollten wir herausfinden, dass die beiden jetzt Freunde sind. Oh, hab ich dich erschreckt? Nein. Okay, jetzt wissen wir es. Hätten wir sie jetzt getötet oder erledigt, wäre das eben nicht passiert. Dann hätten sie ja keine Freundschaft schließen können. Gut, dass wir das wissen. Dann wäre allerdings der reiche Bankier jetzt hier, der... ihr wisst schon, der Besitzer. Und der hätte vielleicht hier gewohnt oder hätte sie vor... So, können wir noch irgendwelche Nebenquests machen, die unter Stufe 11 sind? Wir machen mal immer so levelmäßig richtig. Hier auf der... Hier, von Milch und Finsternis. Stufe 9, ich glaube, Stufe 9 dürfte schon das niedrigste sein. Sehr gut. Was wartet uns hier? Wer den Toten nahen fühlt, der versucht, alle offenen Dinge zu erledigen. Nee. Wer den Toten nahen fühlt, also nähern quasi, der versucht, alle offenen Dinge zu erledigen. Manche schreiben Testamente, andere zahlen Schulden zurück, wieder andere söhnen sich mit Familienmitgliedern aus. Nieder ist ein kampfgeschädigter Veteran aus Novigrad, wollte etwas Ungewöhnliches vollbringen. Er wollte die schwarze Perle besorgen, die er seiner Frau versprochen hatte. Da sein Alter recht fortgeschritten war, konnte er nicht mehr selbst zu den Schwarzperlengründen von Skellige reisen. Euer heuert einen Hexer an, ihm zu helfen. Nördlich von Arimbiom. Okay. Dann müssen wir erstmal reisen nach Skellige. Kommen hier. Und wie komme ich jetzt nach Skellige? Gute Frage. Das ist mein Level 9. Dann müssen wir das doch schaffen können, oder? Ich würde ja normalerweise sagen, man. Warte, das finden wir heraus, indem wir das nutzen. So. Hey, pass doch auf! Oh, ich bin der Pirat! Arr. Arr. Hilfe! Rette mich! Hallo, hallo! Hier sind immer noch Leichen. Ah, da hatten wir, das hatten wir die mal alle erledigt.
Schon lange her, Leute. Schon lange her. Oh, schaut, wie wir hier einfach über die Dächer langgelaufen sind und eine Abkürzung erschaffen haben. Aha, fährt man durch hier? Wir müssen das Gellige. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, sieht man doch. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Ja. Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Okay. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Okay. Finde ein Schiff, das Skellige. Tja, diese... Okay, wir müssen einfach nur alle Schiffe abklappern. Gut. Die war leider nicht so erfolgreich. Schauen wir mal, ob das andere Schiff uns mitnimmt. So. Hallöchen. Upsi. Falsche Taste gedrückt. Matrose, du siehst doch besonders aus. Hauptmann. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Immer diese komischen Probleme. Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Okay. Wo finde ich ihn? Meistens in dem Schweinestall. Sonst im Goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Danke. Dann werden wir mal dahin reisen. Ist immerhin schon mal ein Hinweis, der uns hilfreich. Ich hätte ja Geld dafür verlangen können sogar. Hätte er lieber mal Geld verlangt dafür. So. Wir machen uns kein Hehl daraus, dass wir einfach mal die ganzen Leute hier. Wo ist der Eingang? Eingang! Komm her! Da ist er. Oh gut, das ist jetzt nicht direkt der Eingang, glaube ich. Ist aber ein Eingang. Das ist er wohl. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Oh, ich Gott. Muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Ja, wie der aussieht. Hast genug Geld? Wow. Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. 1000 brauchen wir. Und wir haben immer schon das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Okay, dann machen wir wohl eine andere Quest. Die Mätrissenliste könnten wir. Naja, so ist das eben. Man kann nicht alles haben. Ja. Du meinst lieber auf der Fährte, oder? Während der Ex hat euch die Scherben streift, der Novigrad schlimmstes und brüchigstes Abendviertel, nahm er den Auftrag, einen Monster zur Strecke zu bringen, das im Schutz der Dunkelheit grauenhafte Morde beging. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass die Geschichte, die Gossi an Anfang nahm, in einem luxuriösen Anwesen enden würde. Sie Völker, so schmutzig wie die Individuen selbst. Okay, da ist ja eigentlich die Tür. So. Dann nehmen wir die uns mal zur Brust. Und schauen mal, wo hier das enden wird. Wo wir das Monster jagen werden. Endlich mal eine Quest, wo wir wieder Monster töten können. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Echt störend.
Wann ist es her, dass wir zuletzt jemanden richtig mal so vermüllte, ein richtiges Monster vermöbelt haben? Oh Mann, kommt mir wie Ewigkeiten vor. Ich erinnere mich nur an die großen Monster, die uns levelmäßig raus waren. Und die, ja, uns vermöbelt haben, mehrmals. Okay. Das war natürlich ist nicht so schön, wenn man vermöbelt wird. Lieber selber vermöbeln, das ist das Geilste. Bewaffnete Grobiane, damit kannst du nicht mich meinen. Bin gar nicht so grob. Ja, vor allem weil du nicht läufst, sondern hier fegst. Du musst verrückt sein, weil du in diesem Regen fegst, das hättest du sagen sollen. Hey. Okay, Pferdchen. Ich glaube, hier ist genug Platz zum Reiten. Kann hier nicht, also echt. Südtor. Yay, hier waren wir noch gar nicht. Wow, dann bin ich ja weit geritten. Kann ich endlich mal mit dem hier reden? Hallo. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Ja, Mister. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Aha, natürlich. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Nett. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Wow. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Das ist aber dann kein Monster, oder? Sondern jemand mit dem Gehirn. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Ein anständiger Bettler? Hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Okay, danke. Danke. Bis dann. Dann werden wir mal nach der Leiche Ausschau halten, im Schuppen. Wegen kann keiner arbeiten. Ja, hier also. So, erstmal. Ja. Ich tippe mal darauf, dass das Viech menschlich ist und sich verwandeln kann eventuell. Das würde einiges... Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Ja, das könnte sein. Schau mal her. Gut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Von einem Bettler? Das ist ja krass. Hat die... Da hat er wohl nicht aufgepasst. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Ja, muss ein Ekima sein. Ein Ekima, okay. Ah, hier also. Da werden wir uns... Er ist nicht durchs Wasser gelaufen, ne, okay. Hier. Ja, auf jeden Fall jemand, der sich verwandeln kann. Das war ja klar. Nur die sind schlau genug. Der ist durch Wasser gewartet. Ja. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Hier gibt es auf jeden Fall Schätze. Die wollt ihr, die wir hier auch haben. Los, tauchen wir, Geralt. Das ist ein Schatz. Schätze sind meins. Und auch nur meins. Was ist das hier? Das sind aber... Das war einer der Schätze, die ich gesehen habe. Oder der einzige? Ja, der einzige, okay. So, hier auf der anderen Seite also. Hat sich das Viech
Hat sich also natürlich durchs Wasser geschlichen, wie immer, um seine Fährte zu verwischen. Aber wir sind ein Geralt. Der Meister-Schnüffler. Sonst kann hier keiner entkommen. Ich hätte hier doch... errette. Hier irgendwo sind Spuren, auf jeden Fall da. Keiner da, der es gesehen hat, oder? Puh, wie lange ist es her, dass ich draußen plündern konnte? Ewig her, oder? Ja, komm, Geralt. Wolfsfell, Blütenblätter. Tja, und eine alchemistische Paste. Ja, Paste, ich weiß. Ah, das war nur ein Hund. Oh, hab ich gerade erschreckt. Nein, ich will doch keinen Krieg mit den Wachen. Von Norwegrad. Redaniens Einheiten sind nämlich erschreckend gemein. So, wo waren jetzt die Fußspuren alle? Der mich reingeführt, hä? Da oben. Hä? Kämpft da gerade eine andere Hexe? Geralt, Vorsicht! Sie ist stark! Ja, egal. Was ist da? Wieso kämpfst du schon? Ohne uns hier Bescheid zu sagen. Ja, komm her. So, hier. Hahaha, wow. Okay, wir werden uns ein bisschen mit Quent schützen müssen. Und natürlich werden wir auch mit Art ordentlich. Ja, natürlich, hast du sofort zugeschlagen. Du Drecksvieh. Puh. Ja, aufpassen, Mister. Wir werden es mit Feuerschaden machen. So. Hey. Ein Bekannter, hä? Hallo, Lambert. Ja. Verdammt. Wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Hm. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Ach so. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Hm. Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Ja, ich würde sagen, wir gehen zusammen. Gehen wir. Tja, die Hälfte der Belohnung lass mir nicht entgehen. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Sehr sauber, Lambert. Sei wahr, dass sich seinen Eintritt verschafft. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ja. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Hä? Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden.
Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Oh, Lambert, was machst du da drin? Weg? Und unsere Belohnung. Upsi. Komm schon, können wir das ja anders regeln? Ah. Upsi. Ja, ich bin hier etwas eingekesselt. Lässt sich schwer kämpfen so. Ja, ja, nimm das. Ups, noch ein Toter. Zack, oh ja. Da brennt er hier, hä? Okay. Interessant, was hier abgeht. Warum ist Lambert so hinter ihm her? What the fuck? Was weiß er, was wir nicht wissen? Hat der Typ etwa Dreck am Stecken? Na gut, hier können wir jetzt ein bisschen plündern zumindest. Da hat er uns wenigstens einen Eintritt verschafft. So Leute, wir beenden jetzt die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was Lambert damit bezweckt hat und wieso er das getan hat, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Wenn euch die Folge gefallen hat, ein Däumchen würde mich freuen und ihr dürft gerne das Video teilen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!